busiest of my days. You got it. Another test subject. Is that fury? You're open. Live. Moments of birth. Submit for judgment. Sowas nennt sich Diebe, voll die Feiglinge. Boah, hier gibt's nur Schrott. Aber bei einer Kiste habe ich was gefunden. Das war mit Schmack gar nicht, ne? Boah, hör doch immer auf, nach rechts zu laufen, Mensch. Scheiß da. Die Geräusche ist echt geil hier auf der Insel. Gut, dass ich schon auf der Insel war. Also ein Teil davon. Das habe ich an. Habe ich das eigentlich gemacht? Das ist doch aktiviert, das ist blau. Ja, das ist auf jeden Fall aktiviert. Weil
Also ich habe mich letztes Mal beschwert, dass ich jedes Mal vom Blitz getroffen werde. Jetzt muss ich so eine blöde Quest machen, wo es auch blitzt. Oh nö, was läuft denn da rum? A touch of frost. From whence you came. Du sollst schon erklettern. In die Lage? So, was ist das? Naja, ich habe die Fähigkeit mit dem Blitz, glaube ich, immer noch nicht. Come in the bee! Feel this ancient power! Submit for judgment. Finally done. Das ist nicht schon mal gut. Das Gefühl ist voll laut, ey. Aber irgendwie ist das geil. So. Ich bin wahrscheinlich immer noch zu leise, aber das ist mir egal. Ich habe schon das Spiel leise gemacht. So. Neko heißt Katze. Das gibt's bei Monster Hunter auch. Wie hat's schönes Wetter. Ui, Katzen, Tatzen. Das sind Katzentatzen drauf. Gut. Hör doch auf, da laufe. Eigentlich will ich ja die Insel da unten machen. Eigentlich. Not the busiest of my days. I suppose I'm doing a good job taking care of the shrine. Oh, hast du eine süße Stimme. Du erinnerst mich an Salem. Was Vogels da sind. Jedes Mal, als er kam, standen die Herren aller allen Katzen zur Bürger. Also der einzige Vogel, der jetzt mir einfällt, ist jetzt der von Dingens.
Aber die Katze hört sich an wie von Portal Knight. Ja, Hibiki, wird sie gern Kalalana. Papier mit Papier und Stein. Wenn du die Schatzste Was, wenn du die Schutzsteine wieder funktionstüchtig machen und den Sturm unterdrücken willst, musst du die drei Sätze vom Zettel finden und berühren, die an den Stecken hängen. Und zu jedem Schutzstein gehören. Du musst dir die Position der Stücke und die Anzahl der Zettel an jedem Stock merken. Ernsthaft? Und das mit meinem Kopf? Am Schutzstein hängen die Zettel. Die Steine sind in einem oberen und einem unteren Teil aufgeteilt, die unabhängig voneinander gedreht werden können. Vier Steine. Ich habe bisher nur einen gesehen. Dreh die Schutzsteine so, dass die Anzahl der Zettel, beziehungsweise habe ich einen Speer gesehen. Drehe die Schutzsteine so, dass die Anzahl der Zettel auf dem Schutzstein, der auf den drei Stücken entspricht. Also auf einer Seite sind. Sobald du den Schutzstein so drehst, dass die Anzahl der Zettel miteinander perfekt übereinstimmen, wird das Siegel auf dem Stein wiederhergestellt. Ich muss noch einmal sagen, du kannst wirklich erstaunlich gut mit deinen Krallen umgehen. Eine wirklich umfassende, ausführliche Gravur.